Bilder und Geschichten gehören zusammen. Bereits für ein ganz kleines Kind werden Geschichten mit Bildern erzählt. So spricht man ja von Bilderbüchern. Und jetzt zeige ich, wie man Geschichten nicht nur malen, sondern vielleicht bewegen und malen kann, um die Lebendigkeit für Geschichten, vor allen Dingen für kleine Kinder, so optimal wie möglich zu gestalten. Als erstes das Beispiel eines beweglichen Bilderbuches. Was brauchen Sie dazu? Sie brauchen am Anfang nur ein DIN-A4-Blatt. Wenn man das DIN-A4-Blatt anschaut, ist ein blauer Himmel drauf und eine Sonne. Also wir haben bereits eine Landschaft gezeichnet. Und nun brauchen wir den vorderen Teil dazu. Hier könnte es zum Beispiel ein Wasser werden oder wenn das mit Grün gemalt ist, kann das eine Wiese werden. Das hintere Blatt wird mit dem vorderen befestigt, zum Beispiel geklebt, genäht oder mit einer Klammer festgemacht, wie hier ist. Und in diesem Bilderrahmen spielt nun die Geschichte. Wenn wir beim Wasser bleiben, kann es ein einfaches Schiff sein. Dieses Schiff wird unten geführt und kann nun auf dem Meer schaukeln. Dabei kann ich singen, dabei kann ich etwas erzählen. Und wenn größere Geschwister dabei sind, haben die viel Freude, dieses Bilderbuch zu führen. Und nun zeige ich Ihnen ein bewegliches Bilderbuch, was ich mitgebracht habe aus Tripolis. Das hat ein kleiner Junge gemalt und dazu seine Geschichte selbst erfunden, nämlich die Geschichte von ihm und seinem Fußball. Dieser Fußball, wie Sie sehen, hat eine ganz andere Farbe als alle anderen Bilder. Er ist sehr schwarz und fällt dadurch auf. Es ist wirklich das Eigentum des Kindes und die beiden waren beste Freunde. Nur der Fußball, der hat nicht immer das gemacht, was er sollte. Der sprang mal manchmal in die Höhe, manchmal verschwand er wieder, dann war er wieder weg, spielte mit anderen Kindern. Aber trotzdem, trotz alledem blieben die beiden die besten Freunde. Ja, das ging sogar so weit, dass wenn der Junge abends mit nach Hause ging, dann nahm er ihn mit ins Bett.